Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ja, LS19 Bella Italia. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, seit der letzten Folge ist auf jeden Fall einiges passiert. Ihr seht schon, der Zuckerrübenauftrag nähert sich dem Ende. Ich werde jetzt nochmal kurz hier das kleine Fahrzeug so weit abfahren, den Roder. Und vielen Dank für die ganzen Däumchen, für die ganzen Kommentare. Ihr habt auch geschrieben, ja, das braucht halt alles ein bisschen Zeit. Was ihr auch geschrieben habt, ist, dass ihr Aufträge nicht abschließen konntet. Da hatte ich ja schon auch zur letzten Folge mal ein bisschen was dazu gesagt. Also bei mir hat es bisher immer geklappt mit den Aufträgen hier. Und was ich jetzt auch noch mit reingenommen habe, ist eine neue Mod. Da komme ich ja gleich nochmal zu. Ich schalte mal kurz hier alles soweit ein, damit wir hier auch weitermachen können. Und dann schauen wir uns gleich die neue Mod mal an, wenn wir hier auf der nächsten Bahn unterwegs sind. Ich klappe das Ganze mal ein hier. Gut, dann haben wir noch ein bisschen was zu tun. Wir gucken uns auch gleich nochmal den Auftrag an, bei welcher Prozentzahl denn der Auftrag jetzt gerade ist. Und zwar haben wir hier, wenn wir uns das mal anschauen, 85% haben wir aktuell. Ich denke mal, wenn ich hier alles runtergeholt habe, sind wir bei 100. Und welche Mod ich mit reingenommen habe, das ist die Felderpacht-Mod. Nämlich die habt ihr vorgeschlagen. Findet ihr natürlich auch, wie immer, wie alle anderen Mods, die ich hier auch nutze, in der Videobeschreibung, in der Bella Italia Mod-Liste. Ja, ansonsten, wenn wir uns noch mal hier den Auftrag anschauen, beziehungsweise das ist ja das Feld, da sind wir schon sehr gut mit dabei. Ein paar kleine Bahnen haben wir noch. Unkraut ist auf Feld 1 immer noch nicht. Ich bin auch ganz froh darum. Und der Tag, ihr seht, 18.12 Uhr sind wir. Ich glaube, ich habe gut eine Stunde gebraucht. Ich bin noch zweimal hier abgefahren mit dem Fahrzeug zwischen den Folgen. Ja, und natürlich geht es auch heute wieder hier mit einer weiteren Folge weiter. Immer im Wechsel stetig mit der Hofbergmann. Ne? Also ein Tag, also heute kommt dann wieder die Bella Italia. Und am morgigen Tag Hofbergmann, dann wieder Bella Italia und so weiter und so fort. Dass ihr natürlich dann auch immer, ja, zahlreiche neue Videos hier habt. Ich kann das schon mal wieder ausfahren, weil ich denke, wir müssen gleich dann hier auf der Bahn das Ganze dann wieder abfahren. So, weiter geht's. Nächste Bahn. Gehen wir mal hier ein bisschen in die Innenperspektive, ne, weil ihr gesagt habt, ey, fahr doch mal ein bisschen mehr Innenperspektive. Das machen wir jetzt auch. Ich kann die Map jetzt einfach mal ausblenden. Ne, für alle die sagen, ey, das ist mir zu kompliziert auf der Seite von EdoMod, die Mod runterzuladen. Die gibt es auch mittlerweile im Mod-Hub. Da nennt sich die Datei, glaube ich, oder die Version, glaube ich, Demo-Datei. Und es gibt auch mittlerweile eine Version für die PlayStation und für die Xbox. Findet ihr natürlich dann auch im jeweiligen Mod-Hub. Ne, könnt ihr auch runterladen, die hat wohl noch kleinere Fehler. Nichtsdestotrotz freut es mich auch, dass jetzt auch die Konsolenspieler diese schöne Karte hier so ein bisschen genießen können. So, wir fahren jetzt hier den ganzen Spaß nochmal ab. Das sind so 10, 12 Bahnen und da wird auf jeden Fall ein bisschen was übrig bleiben. Ich habe hier auch noch ein bisschen was auf dem Feld. Ich muss mal gucken, ob wir nachher noch den ganzen Kram zusammenkratzen können. Für die jeweiligen Tiere, weil wir brauchen ja für unsere Hühner auch noch, wenn wir uns das nochmal anschauen, brauchen wir nämlich auch Zuckerrüben. Ne? Sojabohnen haben wir auf unserem Feld, da brauchen wir uns erstmal nicht drum kümmern. Und wir tanken jetzt ab hier und fahren dann jetzt die nächsten Bahnen hier noch ab. Der eine oder andere hat gefragt, was nutzt du da eigentlich für eine Mod hier mit den Anzeigen? Das ist VCA. Findet ihr auch im Mod-Hub und auch in der Videobeschreibung in der Modliste natürlich. Und da könnt ihr hier verschiedene Sachen einstellen, Kameraperspektiven, dann die Arbeitsbreite, so ähnlich wie das vom Wupster. Es ist auch nicht zu empfehlen, beide Mods zu nutzen, also das vom Wupster als GPS, also Guide and Steering Mod und VCA, weil das wohl, ja, ein bisschen für Fehler sorgt, hat ihr geschrieben. Naja, da müsst ihr euch für eins der beiden entscheiden. Ihr könnt hier auch noch Gänge festlegen, dementsprechend auch verschiedene andere Sachen noch. Ich bin da kein Fachmann, was das angeht. Ich nutze meistens hier nur diese Funktion. Also sprich hier das Abfahren in Bahn. Das ist so ein Gyroskop, was hier wohl genutzt wird. Von der Definition her. Und ansonsten habt ihr halt hier, wenn wir da nochmal reinschauen, hier adaptive Lenkung könnt ihr einschalten. Äußere Kamerabewegung. Gasbegrenzer. Geschwindigkeit halten. Freies Lenken. Shuttle Control könnt ihr ein- und ausschalten. Getriebe könnt ihr auswählen. Kuppeln, automatisch oder manuell einschalten und vieles, vieles, vieles mehr. Traktionskontrolle zum Beispiel könnt ihr auch anschalten. Ich mache die mal an hier. Da wird da unten rechts jetzt Slip angezeigt. Wenn ich das Ganze jetzt wieder deaktiviere, ist die Anzeige wieder weg. Ne? Aber Traktionskontrolle am Berg ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Und ja, jetzt sind wir gleich schon wieder voll.
Aber es hat einige Stunden gedauert hier. Ich weiß gar nicht, wann und wie viel Uhr wir hier im Game angefangen haben. Ich bin mal gespannt, wie viel da übrig bleibt von dem Auftrag hier, ne? So, klappen wir mal wieder auf. Laufen wir wieder rüber. Ich würde auch noch gefragt, warum ich das Ganze mit Seasons nicht nutze. Nicht, weil ich es nicht schön finde. Seasons ist auf jeden Fall eine coole Sache. Also die Seasons Mod, ne? Nicht zu verwechseln mit der Seasons oder der Jahreszeiten, die dann im LS22 kommt. Das sind nämlich zwei verschiedene Paar Schuhe. Das wird auch nochmal klargestellt von Seiten Shines. Und ich finde das nicht schlecht, aber es ist für ein Let's Play, glaube ich, ein bisschen zu langwierig. Ich hatte das mit der Wildbachtal versucht und auch mit dem Projekt unter Griesbach. Ja, weiß ich nicht. Ich finde, das geht für mich persönlich ein bisschen zu langsam dann voran. Naja, Geschmäcker sind natürlich verschieden. Und soll halt jeder so spielen, wie er möchte, aber ich verzichte in Zukunft erstmal auf die Seasons-Mod hier im LS19. Ne, im LS22 werden wir uns die Jahreszeiten, die, wie gesagt, nichts zu tun haben mit der eigentlichen Modifikation, wie sie hier jetzt im 19er zu finden ist, auf jeden Fall auch anschauen. Der LS erscheint ja zum Ende des Jahres, der neue, der LS22, ne, für PC, für Konsolen und so weiter. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ja, die Projekte hier, Bella Italia und Hof Bergmann, werden wir bis zum Schluss durchspielen. Und bis dann der neue LS erscheint, da werden wir dann immer wechseln. Kann auch sein, dass ich auf Bergmann noch ein bisschen weiter spiele oder hier auf der Map im 19er. Da es ja zu Beginn meistens eher weniger Mods gibt. Aber ist ja nicht schlimm. Also zu zeigen, gibt es hier auf jeden Fall immer sehr, sehr viel, ne? So, wir sind jetzt bei, wir gucken mal, oh, 92%. Ich glaube, wenn ich hier alles runtergerubbt habe, sind wir bei 100 und den Rest können wir dann zu unseren Hühnern packen und ein paar Zuckerrüben vielleicht noch bei uns am Hof einfach so ablagern, dass wir das vielleicht mit einem Frontlader oder ähnlichen aufladen können, ne? So, weiter geht's. Nächste Bahn. Wir lenken mal ein hier. Die MFs finde ich auch recht schön, ne? Also sind echt auch schöne Fahrzeuge. Nutze ich auch sehr gerne im LS. Den Roda, jetzt habe ich bisher noch nicht so häufig genutzt. Gibt ja auch verschiedene Varianten, auch verschiedene Mods. Das ist hier die Vanilla-Geschichten. Also die reinen LS-Standard-Varianten. So. Ich glaube, da wird so viel übrig bleiben, ne? Einiges. Ja, und dann werden wir uns auf jeden Fall in den nächsten Tag begeben. Werde ich dann soweit vorspulen. Ich hoffe, dass dann nicht die Unkraut, die Wachstumsphase des Unkrauts so krass dann nach oben geht, dass wir das Unkraut mit dem Striegel nicht mehr beseitigen können. Ich glaube, den Striegel hätte ich mir auch erst später mieten sollen, weil der kostet ja auch immer pro Tag. Ist zwar nicht viel, was da berechnet wird, aber Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist. So, weiter geht's. Also drei Bahnen haben wir noch. Wir sind bei 94%. Ah, vielleicht müssen wir doch nochmal abfahren. Das wäre natürlich tragisch, ne? Aber, naja. Oder ich sammle den ganzen Spaß hier nochmal auf den umliegenden Geschichten hier ein, ne? Auf den umliegenden, ja, hier kleinen Teilen, wo ich die Zuckerrüben noch nicht eingesammelt habe, während des Vorgewendes oder wegen anderen Sachen. So, fahren wir da mal rum. Da sind wir in der drittletzten Bahn. Aber es geht hier schon ordentlich nach oben. Ich denke mal, wenn wir hier die Bahn alle fertig haben, sind wir dann soweit ready, dass wir sagen können, okay, gut, der Auftrag ist abgeschlossen. Den werden wir allerdings erst abschließen, wenn wir natürlich die Zuckerrüben zu den Hühnern gebracht haben. Weil die jetzt hier auch schon im Traktor drin sind. Aber ich finde es cool, dass wir da so reichlich an Überschuss haben. Und für den Auftrag bekommen wir ja insgesamt 11.000 Euro abzüglich der Maschinen, die wir uns gemietet haben. Ich glaube, der Nummer 1.5 ging, glaube ich, nochmal runter. Bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher.
Sehr schön. So, 89, 92, 94, 95. So, wir sind voll. Können wir das Ganze wieder ausklappen. Und dann machen wir wieder Bäumchen wechsel dich hier. Ich lasse den Motor jetzt mittlerweile mal laufen, weil es ist ja nicht unser Benzin. Mit meinem Fahrzeug würde ich das natürlich nicht machen. Ja, dann haben wir auch diesen Auftrag abgeschlossen, der sich jetzt über einige Folgen erstreckt hat, aber es ist ja nicht schlimm. Denn in der Landwirtschaft kann man ja auch nicht immer alles sofort machen, ne? Es dauert ja auch ein gewisses Maß an Zeit. So, der ist voll. Jetzt können wir noch den Rest hier in den anderen Überladewagen kippen. Na komm, ich mach ihn jetzt doch mal aus. So, zwei Bahnen haben wir noch. Ich fahre jetzt hier einmal die Bahn einmal noch zurück. Also einmal rauf und einmal runter. Und dann sind wir fertig mit dem Spaß. Und dann hoffe ich, dass der ganze Spaß hier ausreicht. 97%. Es könnte funktionieren. Das ist dann immer so zum Ende des Auftrages immer so ein bisschen Gambling, ne? Klappt es nicht? Muss man nochmal abfahren? Muss man nicht nochmal abfahren? Ja, ist halt immer ein bisschen speziell manchmal. Aber der Ertrag hier auf jeden Fall von diesem Feld war sehr groß. Zuckerrüben in der Regel, wenn wir jetzt mal uns mal die Preise so ein bisschen angucken. Ich guck mal gerade kurz. Zuckerrüben, wo habe ich die denn überhaupt? Die müssten, glaube ich, hier sein, ne? Ja, die bringen jetzt nicht so viel Geld. Das ist dann eher so auf Masse, dass sie dann das Ganze bringen. Aber wir brauchen es ja auch nicht für den Verkauf, sondern wir wollen das Ganze ja nutzen für unsere Hühner, ne? Das ist ja so unser... Ist ja hier so der ausschlaggebende Punkt. So, jetzt drehen wir noch ein letztes Mal hier. Und fahren dann die Bahn hier runter. Wir sind jetzt bei 99%. Das wird reichen. Das wird definitiv reichen. Wir brauchen hier auch nichts mehr aufsammeln, weil wir mehr als genug an Zuckerrüben übrig haben werden. So, Lohndienstleistung abgeschlossen. Wir haben es geschafft, Leute. Wir sind fertig hier. Aber die Bahn nehmen wir jetzt hier noch komplett mit und den Rest fahren wir dann gleich zu unserem Hof. Dann werden wir auch direkt die Hühner füttern. Und guck mal, wie viel wir drin haben. 24.000 Liter, jetzt kommen nochmal 6.000 dazu. Das sind 30.000 Liter, die wir auf jeden Fall inne haben. Plus, minus, sagen wir mal so 31.000, die hier übrig bleiben. Das ist super viel. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mitgerechnet, dass es so viel werden wird. Wir haben jetzt auch noch so ein paar Stellen hier vorne, da oben. Die fahre ich jetzt nicht nochmal ab. Weil ich glaube, das macht dann wenig Sinn. So, ich lasse es jetzt mal direkt ausgeklappt hier. Und dann fahren wir die Bahn jetzt hier noch so komplett ein. Und da kommen dann nochmal so gut 1000 Liter zusammen. Sehr schön. Da muss ich mir überlegen, wo ich das Ganze mal abkippe. Weil 30.000 Liter ist schon recht viel, ne? Vielleicht werde ich doch noch ein bisschen was verkaufen. Ich weiß es noch nicht. So, die Zuckerrüben haben wir jetzt hier eingesammelt. Man könnte jetzt hier natürlich auch noch hingehen. Und könnte jetzt hier das Ganze jetzt hier auch nochmal einmal einfahren. Ich klappe schon mal den Krautschläger schon mal hoch. Da kriegen wir jetzt hier auch nochmal ein bisschen, aber so viel mehr ist es dann auch nicht, ne? So, wir sind ready. Den lassen wir mal laufen, weil den brauchen wir gleich. Ich werde dann auch gleich mit dem anderen Fahrzeug abfahren. Und dann haben wir auf jeden Fall einiges an Zuckerrüben. Da werden sich die Hühner freuen. Vollen Trailer komplett.
Ich hatte auch kurzfristig überlegt, ob ich mit meinem eigenen Trailer den ganzen Spaß hier erstmal abfahre. Aber habe mich dann doch dagegen entschieden. So, wir tanken den Spaß mal ab hier. Dann können wir den nämlich hier schon mal wegfahren. Das Gewicht packen wir ja auch mal beiseite, weil da können wir nämlich gleich mit den großen MF abfahren. Die Fahrzeuge, die sind dann gleich weg, sobald wir den Auftrag abgeschlossen haben. So, den Spaß können wir einmal kurz einklappen hier. Ja, jetzt sind wir natürlich wieder hängen geblieben. Man kennt es. Ach, einmal mit Profis, Leute. Der Profi wird immer noch vergebens gesucht. So, vorne das, den Krautschläger auch nochmal abhängen. Ja, da können wir uns jetzt hier in den MF begeben und können die letzten Reste jetzt hier abfahren. Beziehungsweise der letzte Rest ist, glaube ich, maßlos untertrieben. 32.000 Liter haben wir. Das ist richtig, richtig viel. So, immer mal kurz mal die Minimap anmachen. Jetzt fahren wir einmal quer hier zurück zu unserem Hof. Da können wir die Hauptstraße nehmen hier. Und haben dann auf jeden Fall noch jede Menge übrig für unser Tierchen. So, einmal hier an diesem zusätzlichen Keilsilo vorbei. Es gibt hier viele, viele Dinge, die man hier auf jeden Fall noch zusätzlich dazu kaufen kann. Unter anderem auch der Pferdestall. Und was ihr auch noch geschrieben habt, ist, dass ich ja gar nicht so viel Geld brauche, da ich ja auch noch Hof 1 besitze und natürlich auch die Hühner, ne? Das ist ja gar nicht so viel Geld. Ich glaube, das Feld 1 war, glaube ich, 269.000 plus dann nochmal die anderen Sachen. Ja, müssen wir mal gucken, um dann auf den größeren Hof zu wechseln. Hühner gibt es dort nicht, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber wir sind jetzt hier auch nicht auf der Flucht, sondern machen das ja Schritt für Schritt. Gemach, gemach, würde ich mal sagen. Und, machen das hier in aller Ruhe. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie ich da am besten fahre. Ich glaube, ich fahre da vorne rüber. Oder, nee, ich fahre hier hoch. Da kann ich nämlich direkt gleich da vorne wieder links fahren. Da können wir dann gleich zu unserem Hof rüber. Ich finde auch die unterschiedlichen Ebenen hier auf der Map sehr, sehr interessant. Und auch die Landschaft und so weiter, ne? Da vorne ist übrigens der Pferdestall, von dem ich gerade gesprochen habe. So, jetzt können wir einmal im Vordereingang reinfahren. Da muss ich aber ein bisschen ausholen bei unserem Hof, weil ansonsten kommen wir da nicht rum. Vielleicht verkaufe ich doch noch ein paar Zuckerrüben. Weil so viel werden wir gar nicht brauchen. So, ich werde mal kurz ausholen hier. Mit dem langen Gespann hier. Da muss man echt gerade hier bei den engen Gassen und Wegen hier auf jeden Fall sehr, sehr aufpassen. Guck mal, da liegen sie auch schon Eier. Geil. So. Jetzt werde ich mal gucken, wie viel brauchen die eigentlich? 4.000 Liter, wir haben 32.000. Das ist ja gar nichts. Wir machen mal Folgendes. Ich nehme mal jetzt hier den einen Kipper, den stelle ich mal ab. Das sind immer noch 21.000 Liter. Jetzt muss ich den hier auch nochmal wegstellen. Oh, sauber machen müssen wir hier. Ich stelle mal kurz den Ladewagen weg hier. Ja, es ist alles so eng hier, ne? Wo kippe ich den ganzen Spaß gleich ab? Ich weiß es nicht. Das ist so eng hier auf diesem Hof. Wir brauchen halt definitiv bald einen größeren. So. Der Drescher steht da auch noch. Unkraut haben wir noch nichts auf dem Feld hier. Da wachsen ja unsere Sojabohnen. Ich glaube, ich werde jetzt was abkippen und den Rest werde ich einfach
Ja, wo packen wir den ganzen Spaß denn hin? Das ist auch wieder die Frage. Aber wir haben so viele Sachen hier. Für so einen kleinen Hof natürlich eher ungeeignet. So, Zuckerrüben rein. Ich würde sagen, ich kipp das direkt hier vorne ab. Ich habe ja noch eine Schubkarre hier, wo ich das Ganze ein bisschen aufräumen kann. Und den Rest verkaufe ich dann. Warte mal, wir machen erstmal Folgendes. Ich hole mir mal kurz die Schubkarre. Und dann, das ist Mist, ne? Den Mist kann ich gar nicht gebrauchen. Da könnten wir das hier so ein bisschen abkippen. Guck mal, hier ist auch noch Mist drin. Warte mal. Ich hole mir mal kurz hier die Schubkarre. Auch wenn es hier sehr, sehr eng ist. Wo habe ich denn die Schubkarre hingepackt? Habe ich die überhaupt noch hier? Mal kurz gucken. Wo ist sie denn? Ich hatte doch irgendwo hier die Schubkarre gehabt. Oder hatte ich die verkauft jetzt beim letzten Mal? Wo habe ich die denn platziert? Oder war die noch hier drin? Ich glaube, wir hatten gar keine mehr, ne? Ich glaube, ich hatte die verkauft, weil, ist sie... Ach, nee, hier ist sie doch. Dann nehmen wir die so lange. So. Nee, das Wasserfass hatten wir überlegt zu verkaufen, weil die ja gar kein Wasser benötigen. Das ist übrigens aus dem LSFM Farm Equipment Pack, ne? Was ich auch auf der Hofbergbahn nutze. Ist echt cool. Da kann man wirklich coole Sachen mitmachen. Und das nutzen wir jetzt einfach mal dafür. Ja, hier steht alles kreuz und quer. Ich will das hier mal nur mal einmal kurz sauber machen mit Steuerung links und Z. Ne, schaltet ihr hier diesen Aufnahmemodus an. So. Den ganzen Spaß, den kippe ich jetzt erstmal hier beiseite, den Mist, weil den brauchen wir nicht. Können wir bei Bedarf auch nochmal aufladen. So, jetzt habe ich hier ein bisschen sauber gemacht. Stelle ich die Schubkarre hier gleich mal hin. Nämlich dann können wir hier die Zuckerrüben so ein bisschen an der Ecke abkippen und können das dann immer wieder aufnehmen hier und können dann die Tiere damit füttern, ne? Das wäre jetzt so meine Idee. So. Dass wir das hier so an so kleinen Haufen hier beispielsweise mal so hinkippen. So ein paar tausend Liter oder so. Ich kippe jetzt mal so 6000 Liter ab. Das sollte erstmal reichen. Ja, den Rest können wir halt einfach verkaufen, ne? Gucken wir gleich mal, wo wir denn das meiste Geld bekommen. Und dann machen wir das auch noch. Da können wir den Auftrag abschließen. Und dann sind wir hier soweit ready. Ich glaube, Scalo irgendwas war das. Wo wir das Ganze verkaufen können. Da müssen wir mal irgendwas überlegen hier bezüglich der Parksituation, die mehr schlecht als recht ist. So, Zuckerrüben. Wo ist denn der Verkaufsbogen? Scalo Merci BP. Waren wir da nicht vorhin? Wir werden uns dann nochmal so eine kleine Markierung setzen. Genau, das ist da, wo wir auch sonst verkauft haben. Ja. Da werden wir jetzt den ganzen Spaß verkaufen. Ich fahre jetzt einfach mal hinten rum. Ja, und wie viel Geld wir dafür bekommen werden, ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Ja, werden wir in der nächsten Folge sehen. Denn ich mache das Ganze jetzt mal hier soweit ready. Dann schließen wir auch den Auftrag ab in der nächsten Folge und werden uns ein Feld pachten. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Einschalten. Ne? Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ja, ich sag mal, bis dahin. Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.